Okay, aber wunderschön, dass ihr hier seid, alle drei von euch. Aber ja, das ist ja auch fürs Internet und so weiter. Heute machen wir wieder fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Heute ist es ein bisschen theorielastiger als sonst. Ich war ja das Semester über bisher ziemlich nett zu euch und habe keine Formeln gezeigt und all den Shit. Das ändert sich heute. Heute gibt es Inferenzregeln, Frühstück, Mittag und Abendessen. Aber ihr schafft das, keine Sorge. Die erste Leseempfehlung, die ich gerne für diese Vorlesung aussprechen muss oder möchte, ist Practical Foundations of Programming Languages bei Bob Harper. Das ist ein Standardwerk, kann man schon sagen. Es ist für einige Leute ein bisschen dicht und ein bisschen schwer zu verstehen. Aber für andere Leute finden das genau super und können sich an den Definitionen prima entlanghangeln und finden das richtig toll. Andere Leute, die es nicht so toll finden, finden dieses Buch sehr gut. Und ich finde alles, was ich jetzt empfehle, super. Types and Programming Languages by Pierce. Das heißt, wenn ihr mehr über Programmiersprachentheorie lernen möchtet und über Typsysteme und so weiter, kann ich euch diese Bücher sehr empfehlen. Wir haben die hier in der Bibliothek und es ist auf jeden Fall auch gutes Geld, was man investiert, wenn man es sich zu Hause ins Regal stellen möchte. Ansonsten findet man es aber auch im Internet. Okay, also im Sinne von, das sind zwei Bücher, die im Prinzip ähnliche Dinge behandeln. Wenn das eine für euch nichts ist, könnte das andere gut was für euch sein. Ihr müsst halt gucken, ob es euch interessiert und wenn ja, mit welchem ihr besser klarkommt. Die dritte Leseempfehlung ist für die Videos der Oregon Programming Language Summer School. Ihr werdet eventuell gemerkt haben, dass ich die letzten Wochen nicht da war. Das liegt daran, dass ich in Oregon war, auf der diesjährigen Oregon Programming Languages Summer School. Und die Leute, die da intelligente Vorträge halten, unter anderem Bob Harper, waren so nett, das alles aufzuzeichnen und offen ins Internet zu stellen. Und ihr könnt euch das auch angucken, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt. Kann ich sehr empfehlen. Ist cooles Zeugs. Wenn ihr mal dann 2 Wochen im nächsten Sommersemester frei habt, kann ich das nur empfehlen, da mal hinzufahren. Gut, aber eigentlich machen wir jetzt hier ein bisschen Programmiersprachentheorie, nicht mal 101, weil wir nur die eine Vorlesung haben, sondern vielleicht 100.5, vielleicht die wichtigsten Sachen einmal kurz abzugrasen, aber das war's im Prinzip. Was ist eine Programmiersprache? Ist die erste Frage. Vielleicht sollte ich euch das fragen. Was ist eine Programmiersprache? Okay. Also genau, es ist eine künstliche Sprache. Ja, ablesen kann ich auch. Also es ist natürlich eine künstliche Sprache, also eine sich von Menschen ausgedachte Sprache, die eine sehr konkrete Syntax hat und eine sehr genaue Semantik, weil ansonsten haben wir Probleme. Die Syntax einer Sprache ist die Frage, welche Ausdrücke gehören zu der Sprache? Das heißt, wenn ich mir jetzt die Syntax einer Programmiersprache anschaue, dann ist die Frage, okay, was sind Programme, die ich schreiben darf? Also im Sinne von, wo sagt mein Compiler, ja, das ist okay. Oder in TeoInf sagt man vielleicht eher, welche Worte gehören zu der Sprache? Das ist aber alles dieselbe Frage. Also was sind gültige Ausdrücke für welche Sprache auch immer ich definiere? Und die Semantik auf der anderen Seite, der zweite große Teil, legt fest, was ein Ausdruck bedeutet. Das heißt, ich habe irgendeinen Ausdruck, der gültig in der Sprache ist, und dann muss ich mich fragen, okay, aber was macht das denn jetzt? Also im Sinne von, oder was bedeutet das? Was sage ich mit diesem Wort aus? Und das ist der Teil der Semantik. Und wir werden heute ein bisschen über beides sprechen. Normalerweise ist es ein bisschen, also sind die Feinheiten eher in der Semantik, weil es da ja ein bisschen trickier wird, genau zu sagen, was man meint. Also es ist ja schon schwierig genug, wenn man einfach nur so vor sich hin programmiert, genau zu sagen, was man meint, sodass der Computer einen nicht missversteht. Und wenn man jetzt die Sprache formuliert, in der andere Leute genau sagen sollen, was sie meinen, ist das nochmal eine Ebene diffiziler. Genau. Wir wollen aber durchaus präzise sein. Das lohnt sich, einfach mal am Anfang so ein bisschen Sachen richtig zu machen. Ganz einfach, weil wir dann später genaue Aussagen machen können. Das heißt, wir können später Mathematik auf unsere Programmiersprache schmeißen und können dann Dinge beweisen. Und das ist gut. Warum, werdet ihr gleich sehen. Genau. Aber erstmal ein bisschen Syntax, so zum Reinkommen. Ist ja der einfachere Teil. Okay, wie definieren wir die Syntax einer Sprache?
Wer von euch war schon in Theoinf? Ganz kurz einmal. Okay. Okay, kein Theoinf-Hintergrund hier im Raum. Wunderbar. Was man machen kann, ist eine formale Sprache mit einer sogenannten Grammatik einzugeben. Das heißt, wir haben ein Staatssymbol. In unserem Falle ist das ein T. Und dieses T kann in jedes dieser dieser Werte hier drüben überführt werden. Das heißt, ein T kann ein True sein, ein False für diese höchst simple Sprache, die eigentlich nichts Interessantes sagen kann. Aber naja, man kann ein paar Dinge daran ganz gut erzählen. Okay, es kann ein True sein, es könnte ein False sein, es kann Null sein, es kann ein Successor von irgendwas sein, also ein der Nachfolger von irgendeiner Zahl, wobei dieses T hier wieder irgendeins von diesen ist. Und so kann man sich rekursiv eine Sprache aufbauen. Macht das Sinn? Wie bitte? Genau, also im Sinne von, wenn ich dieses T kann entweder ein True werden, ein False werden oder eine Null oder ein Successor von einem neuen T und dieses neue T kann wiederum ein True sein, ein False werden, ein If werden, ein ne, und so weiter. Diese Ts setzen sich sofort. Okay, ne? Im Sinne von, wofür das alles steht, muss ich glaube ich nicht sagen, oder? Wenn ihr Fragen habt, macht ihr einfach das Schild hoch, auch wenn ihr keine Schilder habt. Also, ne, ist Truth, Falsity, If-Statement kennt ihr alle, Nachfolger und Vorfolger und ein Test, ob irgendeine Zahl 0 ist. Okay, so könnte man Syntax definieren. Man kann Syntax noch auf andere Arten und Weisen definieren, die schauen wir uns jetzt auch an. Aber eine Sache, auf die ich noch hinweisen wollte, ist, dass hier explizit einige sehr dubiose Programme nicht ausgeschlossen werden von der Syntax. Zum Beispiel kann ich problemlos schreiben, if 0, then true, else 0. Das geht. Mein erstes T überführe ich in dieses Conditional hier und das erste T überführe ich dann in die 0. Das geht nach der Syntax hier. Das zweite T überführe ich in ein True. Das geht ebenfalls. Und in das dritte wieder ein 0. Das ist alles eine... Wenn ich die Syntax so definiere, ist das alles eine sehr legale Syntax. Man muss aber halt, aber es ist eigentlich etwas, wo wir denken würden, na, das macht wahrscheinlich nicht wirklich keinen Sinn. Was bedeutet if 0? Ist 0 jetzt wahr oder falsch? Eigentlich ist es kein Wahrheitswert, also macht es eigentlich keinen Sinn. Aber nach dieser Syntax hier wird es nicht ausgeschlossen. Für sowas wird dann später ein Typsystem interessant. Dann könnten wir sagen, okay, 0 hat jetzt aber nicht den Typen bool und deswegen kann es nicht an dieser Stelle stehen. Aber für den Moment wird es nicht ausgeschlossen. Für den Moment will ich euch ja nur erklären, wie man Syntax überhaupt definieren kann. Okay, soweit? Wunderbar. Die nächste Möglichkeit, Syntax zu definieren, nur so um ein bisschen die Landschaft abzukundschaften, ist induktiv über eine Menge. Das heißt, ich sage, okay, wir wollen die Terme unserer Sprache definieren und wir sagen, das ist die kleinste Menge t. So, das gilt. True, False und Null sind in T. Also, oder die Menge True, False, Null ist eine Untermenge von T. Und wenn T1 in T ist, dann ist auch der Successor von T1 in T. Und dann ist auch der Vorgänger von, also der Predecessor von T1 in T. Und dann ist außerdem Is0 T1 in T. Und dann noch ein dritter Schritt. Wenn T1, T2 und T3 alle in T sind, dann ist auch if T1, then T2, else T3 in T. Soweit so einfach. Quizfrage zum Wachbleiben. Warum sage ich hier, dass es die kleinste Menge sein soll? Warum sage ich nicht einfach eine Menge, so das gilt? Die Sache ist, ich könnte auch andere Sachen einfach noch in diese Menge reinstecken. Stellt euch die Menge vor, die ihr euch sowieso schon vorstellt, über diese hier. Und dann kann ich außerdem noch das Hühnerkratz-Symbol, also irgendwie irgendein anderes Symbol hinzustecken. Sagen, das ist auch ein Wert davon. Oder der String über mein erstes Haustier war ein Kanarienvogel und hieß Jenny. Wenn ich einfach nur irgendeine Menge nehme, dann könnten auch andere Dinge, die ich eigentlich gar nicht drin haben möchte, drin sein. Und deswegen sage ich die kleinste Menge. Es ist genau diese hier und nichts anderes. Deswegen. Genau. Nur die Sachen, die ich hier definiert habe und nichts anderes soll in meiner Sprache gelten. Und deswegen sage ich, dass es die kleinste Menge sein soll und nicht einfach irgendeine Menge, so das gilt.
Genau. Die dritte Möglichkeit, sich eine Syntax von einer Programmiersprache zu definieren, ist über Inferenzregeln. Warum zeige ich euch Inferenzregeln nochmal? Weil die nachher nochmal ganz prominent werden und wir deswegen einmal kurz drüber reden müssen, was Inferenzregeln sind. Das ist immer so eine Sache, sowas hier ist eine Inferenzregel und was über der Linie steht, sind Prämissen und was unter der Linie steht, sind Sachen, die ich daraus schließen kann. Zum Beispiel in der Logik oder sowas haben wir häufiger mal sowas, das heißt, wir haben irgendwie über der Linie haben wir A und B, das ist ein Wert, daraus können wir zum Beispiel folgern A. Das ist kein besonders interessanter Schluss, aber ihr sollt euch nur an die Notation gewöhnen. Was ich über der Linie schreibe, ist das, was quasi mein Input ist, wovon ich ausgehe, und das, was ich unter der Linie schreibe, ist das, was ich daraus schließe. Genauso könnte ich sagen, okay, wenn ich habe A und ich habe B, das sind zwei verschiedene Werte, dann kann ich daraus A und B folgern. Auch kein interessanter Schluss, aber wie gesagt, es geht nur um die Syntax und um die Notation. Und in unserem Fall bedeutet das, dass auf jeden Fall die Konstante true in unserer Menge T ist, auf jeden Fall die Konstante false in unserer Menge T ist und auf jeden Fall die Konstante null in unserer Element T ist. Weil wir nichts über der Linie stehen haben, ist es immer wahr. Weil da ist ein, es wird nichts vorausgesetzt dafür, dass das so ist, es ist einfach immer wahr. Genau. Wir haben hier auch eine Sache mit Voraussetzungen. Wenn T1 in T ist, dann ist auch Successor von T1 in T. Und wenn T1 in T ist, dann ist auch Predecessor von T1 in T. Und wenn T1 in T ist, dann ist auch Is0 von T1 in T. Und wenn T1, T2 und T3 in T sind, dann ist auch if T1 dann T2 als T3 in T. Das ist dasselbe wie hier. Ich definiere dieselbe Sprache, aber ich schreibe es hier anders hin. Und hauptsächlich, damit ihr einmal Inferenzregeln für später gesehen habt. Ist die Notation so klar? Oder gibt es dazu noch Fragen? Weil später machen wir tatsächlich nicht triviale Sachen damit. Und dann ist es wichtig, dass ihr nicht plötzlich verwirrt seid mit, was war jetzt auch mal über und unter der Linie. Es geht gerade, du bist ein bisschen später gekommen, deswegen hast du was verpasst. Also die Frage war, warum, wenn T1 drin ist, automatisch auch Successor und Predecessor und Is0 drin sind. Warum jetzt? Und die Antwort darauf ist, dass wir gerade nur über Syntax reden. Das heißt, wir sagen nur, was ist überhaupt ein gültiger Ausdruck in meiner Sprache? Was der bedeutet, das ist Semantik, dazu kommen wir später. Jetzt geht es gerade erstmal nur um hier diese lustige kleine Sprache, die absichtlich ein paar komische Werte drin hat, weil es keine Typen drin hat und wir deswegen auch sowas schreiben können wie if null, then true als null. Das ist eigentlich quatschig, so für unsere Intuition, aber es geht gerade nur um die Syntax und nicht um die Bedeutung von Dingen. Genau. Wir können es halt über so eine Grammatik eingeben, über so eine induktive Mengendefinition oder über Inferenzregeln. Das heißt, wenn irgendein Wert 17 oder sowas in meiner Sprache ist, dann ist auch Predecessor von 17 und Is0 17 und Successor von 17 auch in meiner Sprache. Nur als die legalen Wörter der Sprache, noch nicht als irgendwas, was großartige Bedeutung hat. Okay, ich habe eben gefragt, warum es die kleinste Menge sein muss. Warum? Und die Antwort darauf ist, dass wir nicht noch plötzlich irgendwas anderes Zusätzliches drin haben wollen. Warum müssen wir uns hier darüber keine Gedanken machen? Ja, aber genau, aber es ist das Gleiche wie eben auch, nur anders aufgeschrieben. Aber warum muss ich mir dann hier darum Gedanken machen, dass es die kleinste Menge sein muss, damit nicht irgendwie noch andere Mengen, also noch andere Elemente dazukommen, die ich nicht drin haben will? Und warum muss ich es dann hier nicht? Ja, genau. Ich habe hier drei und nur drei Sachen, die ohne Prämisse gelten. Und alles andere setzt schon immer voraus, dass irgendetwas drin ist. Und dann ist genau dieser Ausdruck hier drin. Es gibt keine Möglichkeit, wo ich irgendetwas anderes, irgendwie irgendeinen anderen Wert noch unterschummeln könnte. Das setzt alles immer voraus, dass dieses T1 schon in T ist und nur dann kann ich einen neuen Ausdruck bauen. Ich quantifiziere nicht irgendwie über, ja, ist irgendeine Menge so, das gilt, bla, und da muss ich gucken, was ich da für eine Menge spezifiziere, sondern es setzt immer voraus, dass bestimmte Dinge schon drin sind.
Okay, haben wir das auch? Soweit Fragen? Keine. Gut. Dann gehen wir jetzt weiter zur Semantik. Und bei Semantik gibt es auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie man aufschreiben kann, was ein gültiger Ausdruck, über Syntax wissen wir, was ein gültiger Ausdruck ist. Und jetzt müssen wir wissen, was ein Ausdruck, wenn er denn gültig ist, bedeutet. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas angeben kann. Die erste Möglichkeit ist sogenannte Operational Semantics. Das heißt, ich bastle mir irgendwie eine abstrakte Maschine und sage, okay, wenn ich diesen und diesen Ausdruck habe, dann wird der so und so reduziert und dann zu einem etwas kleineren Ausdruck gemacht oder einen Schritt weiter ausgewertet. Und die Bedeutung eines Ausdrucks ist dann der Haltezustand der Maschine. Zum Beispiel könnte ich mir irgendeine Maschine ausdenken, die eine Liste von Successor von Successor von Successor von Successor von Zero in einen tatsächlichen Numeral umwandelt, also wo dann tatsächlich irgendwie 17 oder sowas steht und dann, wenn die Maschine hält, steht dann da tatsächlich 17 und das ist dann die Bedeutung davon. Da gibt es Unterschiede, ob man das in Big Steps, also alles auf einmal oder in kleinen Schritten angehört. Das ist wirklich eigentlich nicht wirklich ein großer Unterschied. Die Idee ist hier, dass man halt sich irgendeine Maschine ausdenkt, die dann Schritt für Schritt Dinge auswertet. Die Notational Semantics ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Hier kannst du sagen, okay, hier weise ich jedem Ausdruck ein mathematisches Objekt zu und zum Beispiel eine Zahl oder eine Funktion und dann kann ich über dieses Objekt einfacher Dinge beweisen. Also es geht hier nicht um eine abstrakte Maschine, die irgendwie so und so Zeichen manipuliert, sondern es geht hier tatsächlich um mathematische Objekte. Das ist etwas schwieriger umzusetzen. Dafür können wir etwas leichter Mathematik mit unserer Sprache machen und das werden wir machen wollen. Ihr seht nachher noch ein Beispiel dafür. Und dann für die Hardcore-Mathematiker gibt es noch Axiomatic Semantics. Das heißt, hier wird das Verhalten von Ausdrücken direkt als Gesetz definiert. Und die Bedeutung eines Ausdrucks ist es dann, was man über ihn beweisen kann. Das heißt, ich nehme mir irgendeinen Ausdruck her und alles, was ich darüber beweisen kann, ist die Bedeutung dieses Ausdrucks. Also wir werden uns aber hauptsächlich mit den ersten beiden Sachen hier auseinandersetzen. Okay. Ein anderer Blickwinkel auf Programmiersprachen ist die Dualität zwischen Statics und Dynamics. Werde ich im Lauf der Vorlesung auch weiter benutzen. Statics sind Parsing und Type-Checking quasi. Ich kriege irgendeinen Ausdruck reingeschmissen, ich jag den durch meinen Parser und gucke, ob die Typen alle stimmen. Das ist etwas, was sozusagen statisch passiert und gucke, ob alles irgendwie wohl geformt ist und so weiter und ob das alles so Sinn macht. Und dann gibt es die dynamische Phase und da wird unterschieden, wie ein Wert ausgewertet wird oder ob ein bestimmter Ausdruck schon ein Wert einer Sprache ist. Ein Wert einer Sprache ist etwas, was nicht weiter ausgewertet werden kann. Zum Beispiel 0 ist ein Wert. Da können wir nichts irgendwie weiter dran operieren, aber zum Beispiel in bestimmten Sprachen könnte zum Beispiel Successor von 0 könnten wir eventuell zu 1 zusammenschieben. Das ist dann noch nicht fertig ausgewertet, weil die Semantik noch einen Schritt machen kann. Das heißt, dieses Successor von 0 kann ich noch zu 1 weiterschieben. Und deswegen wäre Successor von 0 noch kein fertiger Wert. Macht das Sinn? Nein? Okay. Nochmal. Es geht darum, die statischen Regeln gucken quasi über die Syntax und gucken, also ein bisschen mehr, auch über den Typen, und gucken, ob es alles wohlgeformt ist und ob die Typen alle ineinander stimmen, dass ich nicht plötzlich irgendwie eine Zahl auf eine Funktion anwende, sondern immer die Funktion auf die Zahl. Und die dynamische Phase sagt dann, wie werte ich zum Beispiel einen Ausdruck weiter aus? Zum Beispiel, wenn ich 3 plus 5 habe. Dann ist ja das Ergebnis, was ich am Ende haben will, nicht 3 plus 5, sondern ich will wahrscheinlich 8 raus haben. Und dafür brauche ich aber irgendeine Vorgehensweise, die mir sagt, dass 3 plus 5 noch nicht fertig ausgewertet ist, sondern dass ich da noch weiter auswerten kann. Und dann brauche ich auch noch eine Regel, die mir sagt, okay, wie werte ich denn plus aus?
Und was ist 3 und was ist 5? Das sind die Dynamics einer Sprache. Man sagt dazu quasi, wenn irgendetwas schon ein Wert ist, dann sagt man, notiert man das häufig irgendwie, dass zum Beispiel, ne, 5 zum Beispiel ist ein value. Das heißt, 5 ist schon fertig ausgewertet, aber 3 plus 5 wäre kein Value, weil man das noch weiter auswerten kann. Macht Sinn? Gut. Und was ich aber sagen könnte, ist dann, dass 3 plus 5 ausgewertet werden kann zu 8. Und dieser Pfeil bedeutet, auf YouTube kann man das jetzt noch nicht sehen, aber wir werden gleich noch jede Menge davon sehen. Es ist dieser Pfeil hier unten in der letzten Zeile, wie wir Ausdrücke, die keine Werte sind, in andere überführt werden können. Und 3 plus 5 kann ausgewertet werden zu 8. Ich habe hier ein Sternchen an dem Pfeil. Das kommt halt darauf an, ob man Small Step Semantics macht oder Big Step Semantics. Wenn ich jetzt zum Beispiel könnte ich... Die Sache ist, ob ich jetzt über einen Schritt von 3 plus 5 zu 8 komme oder über beliebig viele Schritte, ist eigentlich egal. Ob ich kleine Schritte eingebe oder große Schritte. Das kann alles in Feinheiten Unterschiede machen, aber das ist für unsere Vorlesung hier nicht relevant, weil wir nur noch eine Stunde haben. Und darüber kann man Bücher schreiben, über solche Unterschiede. Aber die Sache ist, ich mache hier ein Sternchen dran, damit es egal ist. Hauptsache, es kommt am Ende irgendwann ein 8 an. Das heißt, 3 plus 5 wird ausgewertet zu 8. Okay. Ja, sozusagen. Also das ist auch, also die Frage war, ob der Fall bedeutet, dass es darauf abgebildet wird. Das ist die ursprüngliche Verwendung. Wenn man in LaTeX diesen Fall haben will, muss man auch / maps to, also wird abgebildet auf eingegeben, muss man eingeben. In diesem Fall wäre vielleicht reduziert zu oder wird ausgewertet zu eine bessere Übersetzung. Okay. Soweit. Grob klar, wo der Unterschied zwischen Syntax und Semantik liegt und was Statics und was Dynamics sind? Okay. Dann schauen wir uns jetzt Typsicherheit an. Und wieder die Frage ans Publikum, was ist Typsicherheit? Muss jetzt keine präzise Definition sein, aber was stellt ihr euch unter Typsicherheit vor? Wenn ich sage, Haskell ist typsicher, Typsicherheit wird oft als positives Language Feature angesehen. Und die formale Definition ist, dass Typsicherheit, Progress und Preservation sind. Was bedeutet Progress und Preservation? Das sind diese beiden Dinge. Progress bedeutet, wenn ich einen Ausdruck vom Typen Tau habe, dann gilt eins von zwei Dingen. Das bedeutet, entweder ist es schon ein Wert, es ist vollständig ausgewertet, oder es existiert ein E', sodass E auf E', also das E zu E' ausgewertet wird. Eins von beiden gilt. Entweder ist es schon ein Wert oder ich kann es weiter auswirken. Und per Induktion wissen wir dann, dass dieses E' dann wieder entweder ein Wert ist oder es einen E' gibt, sodass E' zu E' ausgewertet wird und so weiter und so weiter und so weiter. Das bedeutet Fortschritt. Das heißt, ich kann nicht plötzlich irgendwo mittendrin hängen bleiben. Das heißt, eine typsichere Sprache würde zum Beispiel... Wenn die Typen sowas zulassen, also wenn die Typen präzise genug sind, könnte man zum Beispiel sagen, dass ich nicht plötzlich durch 0 teile. Weil 3 durch 0 ist kein Wert in irgendeiner Sprache, die ich mir jetzt gerade ausdenke, ist kein Wert, weil da noch eine Operation zwischen sitzt. Aber wir haben auch nicht unbedingt etwas, wo wir es hin auswerten können. Eventuell zu einem Fehlerzustand. Oder irgendwas anderes können wir natürlich uns ausdenken, was wir da irgendwie mitmachen können. Aber wir bleiben nicht einfach irgendwo zwischendurch hängen. Wir haben entweder unseren Ausdruck voll ausgewertet und haben einen Wert, sowas wie 17 oder die Funktion oder die Identity-Funktion. Funktionen sind natürlich auch Werte. Wir sind irgendwie entweder fertig mit der Auswertung oder wir können einen weiteren Schritt machen. Wir bleiben nicht irgendwie zwischendurch hängen. Das ist, was Fortschritt bedeutet. Vorausgesetzt ist, dass unser Ausdruck einen gültigen Typen hat und nicht irgendwie Quatsch ist. Wenn wir ihm einen Typen zuweisen können, dann ist es entweder ein Wert oder kann weiter ausgewertet werden. So, und Preservation bedeutet, wenn wir einen Ausdruck E haben vom Typen Tau und E wird ausgewertet zu E', dann ist E' auch von Tau.
Ich meine, das glaube ich nicht kompliziert. Im Sinne von, wenn ich ein 3 plus 5 ist eine Zahl. Und wenn ich 3 plus 5 auswerte zu 8, ist 8 immer noch eine Zahl. Wie auch immer ihr jetzt Zahl repräsentieren wollt, ob ihr das über die natürlichen definieren wollt oder über reelle oder wie auch immer. Die Sache ist, dadurch, dass ich das weiter auswerte, ändere ich nicht den Typen. Das heißt, der Typ bleibt gleich. Der Typ wird präserviert, wird erhalten. Und Type Safety bedeutet, dass beides für diese Sprache gilt. Ich bleibe niemals irgendwo hängen, wenn ich einen wohlgeformten, also wenn einen wohltypisierten Ausdruck habe. Und wenn ich einen Ausdruck weiter auswerte, ändert sich der Typ nicht. Das ist das, was Type Safety bedeutet. Du kannst natürlich einen anderen Ausdruck, also die Frage war, was ist, wenn ich den Typen explizit ändern möchte. Die Sache ist, du kannst den Typen nicht einfach so ändern. Du kannst nicht plötzlich machen, dass 3 plus 5 vom Typ nat nach nat ist. Also von den natürlichen in die natürlichen. Das ist nicht plötzlich eine Funktion. 3 plus 5 ist einfach eine natürliche Zahl. Und du kannst natürlich einen anderen Ausdruck schreiben. Du kannst sagen, Lambda x nach 3 plus 5. Dann hast du eine Funktion vom Typen natürliche Zahlen zu den natürlichen Zahlen. Also insbesondere hast du die konstante Funktion 8. Aber das ist ein anderer Ausdruck. Ja, dann musst du sowas machen wie, also die Frage war, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Integer habe und den in einen String überführen möchte? Dann müsstest du sowas wie, dann müsstest du eine Funktion drauf anwenden, zum Beispiel show oder so. Show von Integer, also show in diesem Fall spezialisiert hat den Typen Integer nach String. Und show von diesem Integer hat den Typen String. Na doch, weil, also das E' hätte trotzdem den Typen Tau. Weil show von E wäre in diesem Fall ja show von 8 zum Beispiel. Also die noch nicht ausgewertete Funktion show von dem Integer 8. Und E' wäre der String 8, also das Zeichen 8. Ja, die Sache ist, das ist eine etwas inkorrekte Vorstellung. E ist nicht einfach der Integer und wenn ich dann irgendwas drauf anwende, das verändert den Typen, weil das den Ausdruck verändert. Wenn ich eine Funktion irgendwo drauf anwende, ist das ja ein neuer Ausdruck in meiner Sprache. Und dieser Ausdruck hat wieder irgendeinen Typen. Und wenn show die Funktion Integer nach String ist und ich show auf einen Integer anwende, dann hat, also, ne? Show hat den Typen nach String, dann und meinetwegen hat n den Typen natürliche Zahlen, dann hat der Ausdruck show von n hat den Typen String, sowohl dieser Ausdruck hat den Typen String, als auch der String 8 hat den Typen String. Der Typ bleibt gleich, auch wenn ich das hier auswerte. Ja, genau. Show ist n nach String und n ist von n. Also show von n String. Wenn ich eine Funktion vom Typen Tau nach Sigma anwende und ihm einen Tau gebe, dann hat die Funktion angewendet auf dieses Tau den Typen Sigma. Präzisieren wir gleich auch nochmal genauer. Aber die Idee von Preservation ist, dass es egal ist, ob ich show n mache und das noch nicht auswerte oder ob ich es zum String 8 auswerte, das hat beides den gleichen Typen. Macht Sinn? Okay. Frage? Eine Endlosschleife kannst du immer noch bauen, bin ich mir nicht gerade nicht sicher. Wenn du eine Regel, wenn du dich auf E setzt, was du ja theoretisch machen kannst, dann hast du eine Regel von E nach E und dann musst du die mal im Kreis und dann ist die einzige. Ja. Also das bleibt nicht hängen, heißt einfach nur, er rechnet halt weiter, aber es
Du kannst es natürlich auch so definieren, dass es Endlosschleifen auch ausschließt. Aber prinzipiell, so wie ich es hingeschrieben habe, tut es das nicht. Weil zum Beispiel, wenn ich einen Ausdruck habe, der sich einfach immer wieder zu sich selbst evaluiert, dann kann ich ja jedes einzelne Mal man kann es natürlich so und so definieren. Man kann es natürlich so definieren, dass es dass E und E' ungleich sein müssen. Dann habe ich auch das ausgeschlossen. Aber so wie ich es hier stehen habe, ist es vielleicht etwas unvollständig. So wie ich es da stehen habe, erlaubt es noch Endlosschleifen. Aber wenn man es jetzt ordentlich betreiben würde, TM, würde man wahrscheinlich auch voraussetzen, dass E' ungleich E sein muss. Und dann könnte man natürlich noch irgendwie mutual sagen, also im Sinne von, dass A das 1 zu 2 evaluiert und 2 zu 1. Da muss man halt etwas vorsichtig sein mit seinen Definitionen. Aber ja, well spotted. Okay, ansonsten, das ist vielleicht schon die wichtigste Slide im ganzen Vortrag. Das ist vielleicht, also das rot eingekesselte hier ist das eine, was ihr vielleicht nach Hause mitnehmen solltet. Type Safety means progress plus preservation. Wenn ihr euch das nur heute merken könnt, ist schon was erreicht. Natürlich solltet ihr euch noch viel mehr merken, aber das ist vielleicht das Wichtigste. Einfach nur, damit ihr später wisst, was Typsicherheit bedeutet. Dass wir nicht einfach irgendwo hängen bleiben und dass Auswertung den Typen nicht ändert. Okay, wenn ich jetzt einen Beweis für eine Programmiersprache machen möchte, läuft das in der Regel über Induktion. Das heißt, hier ist wieder eine Inferenzregel und ich will wissen, wenn E1 ein Numeral ist und E2 ein Numeral ist, oder den Typ Num hat, dann hat plus E1 und E2 auch den Typ Numeral. Und per Induktionshypothese wüsste ich jetzt hier, okay, E1 ist entweder schon ein Wert oder kann weiter ausgewertet werden. Und wenn es schon ein Wert ist, dann, also wenn es weiter ausgewertet werden kann, dann kann auch plus E1, E2 weiter ausgewertet werden. Nämlich wenn E1 zu E1' ausgewertet werden kann, dann kann ich plus E1, E2 zu plus E1' E2 auswerten und so weiter. Oder wenn E1 schon ein Wert ist, dann gilt dasselbe für E2. E2 könnte auch wieder ein Wert und oder weiter ausgewertet werden können, bla 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 bla. Und wenn E2 und E1 Werte sind, dann ist plus E1, E2 auch ein Wert. Oder kann zu dem entsprechenden, zu der entsprechenden Bedeutung ausgewertet werden. Ne? Also das ist so, wie man vorgeht. Ist jetzt nur ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber die Sache ist, ich nehme an, dass es für diese hier oben stimmt und zeige dann dadurch, dass es hier unten auch stimmt. Und das mache ich dann für alle meine Ausdrücke in meiner Sprache, also nicht nur für Plus, sondern auch für Mal, für was auch immer ich für Primitive in meiner Sprache habe. Und dann kommt am Ende raus, dass meine Programmiersprache typsicher ist oder nicht, je nachdem, ob ich es beweisen kann oder nicht. Genau, für Näheres siehe PFPL und Pappe. Okay, damit sind wir mit dem ersten Teil der Vorlesung durch. Gibt es bis hierhin noch Fragen? Nein? Okay. Dann möchte ich euch jetzt ein bisschen über System-T erzählen. System-T oder Gödel's T ist ein Formalismus, den sich Gödel mal ausgedacht hat, um einen seiner Beweise zu führen. Den werden wir, also einen Teilbeweis davon werden wir uns nachher auch nochmal ansehen. Und hier sagen wir, wir haben wieder natürliche Zahlen in unserer Programmiersprache über Null und Successor. Und was wir außerdem haben, ist nicht irgendwie Primitive für Addition oder Multiplikation oder was auch immer, sondern was wir hier drin haben, sind außerdem Funktionstypen. Das heißt, über Rekursion und Lambdas kann ich mir all dieses hier definieren. Genau. Und das Interessante an Gödel's T ist, dass wir Totalität haben. Das heißt, eine totale Programmiersprache oder ein totaler Ausdruck bedeutet, dass es für alle Inputs definiert ist. Das heißt, alles, was syntaktisch wohl geformt ist und ordentliche Typen zugewiesen bekommen kann, das bedeutet auch, dass es irgendwann terminiert ist, keine Endlosschleifen möglich sind.
In Gödel's Tee ist das nicht möglich, irgendetwas zu schreiben, was unendlich lange läuft. Genau. Ihr wollt wahrscheinlich einfach erstmal die Grammatik sehen, um zu gucken, was abgeht. Hier ist sie. Wir haben zwei Ebenen, die Typebene und die Ausdrucksebene. Die Typenebene ist ziemlich simpel. Sie hat die natürlichen Zahlen und sie hat Typen von Tau 1 nach Tau, also wenn Tau 1 und Tau 2 Typen sind, dann ist der Typ Tau 1 nach Tau 2, der Funktionstyp, auch ein Typ in T. Wir haben auf der Expression-Ebene haben wir Variablen. Wir haben 0, also die Konstante, also Z hier im Fall für 0, die Konstante 0. Und dann haben wir Successor. Das heißt, wenn wir irgendeine natürliche Zahl haben, können wir davon den Successor nehmen und das ist wieder eine natürliche Zahl. Dann haben wir Lambdas. Ganz normal, wie wir sie kennen. Wir kriegen irgendeine Variable rein und haben irgendeinen Ausdruck als Funktionskörper. Das können wir dann auf irgendwas anwenden. Und wir haben natürlich, um das auch machen zu können, Anwendung von irgendeinem Ausdruck E1 auf einen anderen Ausdruck E2. Wir haben außerdem einen Recursor, diesen hier. Ich habe das jetzt hier nur so hingeschrieben in einer Notation, die sich einigermaßen leicht parsen lässt für Maschinen. Auf den Slides werde ich aber eine etwas lesbare Notation anwenden. Also zum Beispiel werde ich nicht hier lam tau x.e schreiben, sondern einfach lambda x von Typ tau nach e, wie wir es halt gewohnt sind. Oder statt irgendwie fu vom Typ nut oder arrow nut nut, sage ich einfach nut nach nut. Also es ist nur eine andere Notation, die ich einführe, aber das hier ist die tatsächliche Basis. Soweit okay oder gibt es dazu Fragen? Also zum Recursor kommen wir jetzt gleich. Der ist eventuell etwas komplizierter, aber soweit zu der prinzipiellen Notation, alles klar? Okay. So, wie machen wir jetzt Rekursion in T? So war es in unserer formalen Grammatik dargestellt und so würde man es eventuell hinschreiben. Das heißt, wir haben irgendeinen Ausdruck E, den wir uns näher ansehen. E soll vom Typ der natürlichen sein. Und wenn E jetzt 0 ist, machen wir das eine. Und wenn jetzt E nicht 0 ist, sondern der Successor von irgendwas, dann machen wir was anderes. Und wenn wir es jetzt ganz genau sein wollen, ist es die E-fache Anwendung von x.y.e1 angefangen bei 0. Wobei x für den Vorgänger von y steht, für den Vorgänger von e steht und y für das Ergebnis der bereits x-fach angewendeten Iteration. Das ist klar und deutlich, oder? Wir wissen alle genau, worum es geht. Prinzipiell, schaut euch mal diese Notation etwas genauer an. Wir rekursieren über dieses e. Wir haben einen speziellen Ausdruck, den wir einfach zurückgeben, wenn e 0 ist. Ja, wir sagen, okay, wenn e 0 ist, dann machen wir dies. Und wenn E der Successor von irgendwas ist, dann machen wir was anderes. Das ist erstmal der erste Schritt. Soweit klar. Also wir rekursieren über eine Zahl runter und wenn wir irgendwann bei 0 angekommen sind, geben wir einfach was Konstantes zurück. Und wenn wir nicht bei 0 sind, können wir irgendeine Funktion anwenden. Das ist der hintere Teil hier. Das heißt, wenn wir beim Nachfolger von irgendeiner Zahl x sind, dann geben wir den Wert e1 zurück. Wobei in e1 sowohl x als auch y auftauchen können. Und y ist hier das Ergebnis von der vorhergehenden Iteration. Das heißt, wenn wir jetzt angenommen, wir sind bei 1. Ja? Also bei 0 geben wir einfach nur sofort e0 zurück. Und wenn wir bei Successor von 0 sind, in diesem Fall wäre x hier 0 und e wäre 1, also Successor von 0, dann ist y erstmal das E0, weil das das Ergebnis der vorherigen Anwendung der Iteration ist. Wollt ihr ein Beispiel sehen? Ja, wollt ihr ein Beispiel sehen? Okay. Hier ist ein Beispiel. Hier ist eine Funktion in t, die eine natürliche Zahl verdoppelt. Wir arbeiten jetzt gerade einmal kurz durch. Wir nehmen eine Funktion, also wir haben eine Funktion, wir nehmen irgendeine natürliche Zahl a, nennen wir sie. Und wir machen das mit dem Recursor. Wir schauen uns a an und wenn a 0 ist, ich meine, was ist das Doppelte von 0? 0, okay. Das heißt, wenn a 0 ist, geben wir auch 0 zurück. Ja? Soweit so klar? Gut. Nicht?
Doch. Gut. Und wenn A aber nicht 0 ist, sondern der Successor von irgendeinem B, dann geben wir dem Ergebnis, was wir bisher haben, also der so und so oft angewendeten Funktion auf B den Namen C. Und wir, also dem Ergebnis von der Funktion, die wir so und so oft angewendet haben, geben wir den Namen C. Und das heißt, und was wir dann zurückgeben, ist Successor von C. Das heißt, wenn wir jetzt 0 in diese Funktion geben, ja, Lambda A nach Recursor über A, 0 wird auf 0 abgebildet. Das heißt, wenn wir 0 an unsere Doppelfunktion geben, kriegen wir 0 raus. So, was passiert, wenn wir jetzt 1 an unsere Doppelfunktion geben? Wir nehmen die 1, die wir reingegeben bekommen. Schauen Sie es an, es ist nicht 0, also geben wir nicht 0 zurück. Sondern es ist der Successor von irgendeinem B. Und das Ergebnis von weiter unten nennen wir C. Und wir geben den Successor von C zurück. Also C plus 2 sozusagen. Ja? Genau, Successor ist einfach nur der Nachfolger. Der Successor von 3 ist 4. Der Successor von 10 ist 11. Der Successor von 1 Million ist 1 Million und 1. Genau, und das bisherige Ergebnis, eine Ebene tiefer, nennen wir C. Deswegen zwei Successor auf C. C ist aber das Ergebnis von einer Ebene tiefer. Und was ist eine Ebene tiefer? Ist es wieder der Recursor über A auf 0 angewendet, weil wir 1 reingegeben haben. Und dann kommt 0 raus. Und das heißt, wenn wir 1 reingegeben, kriegen wir den Successor von 0. Also 2. Das heißt, wenn wir 1 in unsere Funktion geben, kriegen wir 2 raus. Wo hier ist der Name implizieren würde. Ungefähr klar oder soll ich das nochmal erklären? Predecessor. Predecessor haben wir in dieser Sprache nicht drin. Wir haben hier nur den Successor. Genau, weil wir 1 rein... Also, schau her. Wir nehmen irgendeine natürliche Zahl rein. Ja? Wir nennen sie A. Gut. Wir schauen, ob A 0 ist. Wenn ja, geben wir 0 zurück, weil 2 mal 0 0 ist. Und wenn A nicht 0 ist, gehen wir eine Ebene tiefer und schauen, okay, wenn A nicht 0 ist, ist es der Successor von irgendeinem B. Ja? Genau, aber im Sinne von, wir schauen uns ja A an. A ist entweder 0 oder der Successor von irgendeinem B. Das heißt, dieses B ist immer kleiner als A. Ja? Und wenn es 0 ist, geben wir das Kontant zurück. Und wenn es nicht 0 ist, dann wenden wir die gleiche Funktion nochmal auf B an, also auf den Vorgänger von A. Und kriegen dann irgendein Ergebnis raus und nennen es C. Und dann können wir irgendwas hier hinten rausgeben. Das heißt, wir kriegen meinetwegen 4 raus, oder vielleicht nicht so hoch, sagen wir mal, was passiert, wenn wir 2 da reingeben. 2 ist nicht 0, also geben wir nicht 0 zurück. 2 ist aber der Nachfolger von 1. Also verwenden wir die Funktion auf 1 an und nennen das Ergebnis C. Wir wissen von gerade eben schon, dass 2 mal 1 2 ist. Gut, C ist also 2. Ja, weil das Ergebnis von der Ebene davor ist. Der gleichen Funktion angewendet auf B statt auf A. So, und das Ergebnis heißt C. C ist 2. Successor von 2 ist 4. Und deswegen, wenn wir 2 reingeben, kriegen wir 4 raus. Ihr wirkt immer noch nicht überzeugt. Wir rekursieren immer über ein A. Und wir entscheiden, je nach der Struktur von A, was wir damit machen. Wenn es 0 ist, geben wir was Konstantes zurück. Und wenn es der Nachfolger von irgendwas ist, wenden wir dieselbe Funktion auf dieses irgendwas an. Und das Ergebnis davon nennen wir dann irgendwie. Und dann haben wir irgendeinen Funktionskörper, den wir zurückgeben. Das heißt, stell es dir wie irgendeine normale Listenoperation vor. Du guckst dir ein Element an von irgendeiner Liste, meinetwegen den Kopf, und wenn das nicht das Element ist, was du haben wolltest, dann wenn das nicht die leere Liste ist, dann guckst du dir den Rest der Liste an. Und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt da hinten? Ja klar. Wie bitte? Theoretisch, ja. Nein.
vielleicht noch ein anderes, also im Sinne von diese andere Funktion bräuchte ja auch eine Terminierungsgenerierung. Du kannst ja nur totale Funktionen schreiben. Du kannst so viele andere beliebige totale Funktionen auch benutzen, aber das heißt noch nicht, dass du eine Endlosschleife kriegst. Wie willst du denn hochgehen? Also ja, okay, man könnte natürlich eine Endlosschleife schreiben, wenn man statt einer Ebene runter eine Ebene hochgehen würde. Aber das ist nicht die Struktur, die dieser Recursor hat. Wir haben E ist entweder 0, dann geben wir was Konstantes an, das wächst nicht unendlich, was Konstantes, oder es ist der Nachfolger von irgendeinem X. Und dann ist Y aber die Anwendung auf dieses X. Das heißt, es geht immer nur nach unten. Es kann nicht irgendwie wachsen. Du kannst hier irgendwas eingeben, klar, aber weil es x mal iteriert wird, aber immer nur nach unten, kannst du nicht plötzlich irgendwas wachsen lassen. Du kannst nicht plötzlich irgendwie sowas schreiben wie, ja, du kannst dich nicht plötzlich, also du kannst nicht irgendwie sagen, irgendeine Funktion von x ist die Funktion von x plus 1 oder sowas. Das geht nicht, weil das könnte dann ja unendlich wachsen. Das kannst du aber nicht machen, weil du dieselbe, weil das von den Typen her nicht stimmt. Im Sinne von, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich will hier hinten schreiben, das ist aber die Funktion angewendet auf irgendwie Successor von X, das würde von den Typen her nicht stimmen. Das würdest du dann ja nicht n mal drauf iterieren und dann irgendwie was schreiben. Das funktioniert also nicht. Die ist im Prinzip auch diese Quizfrage, die ich hingeschrieben habe. Das heißt, hättest du die Frage nicht gestellt, hätte ich sie jetzt euch gestellt. Wir können mit dieser Sprache keine Funktionen schreiben, die unendlich hoch wachsen, zum Beispiel. Weil wir immer, wenn wir einen Recursor schreiben müssen, sagen, okay, was ist der Fall für 0 und was ist der Fall angewendet für 1 und was ist der Fall angewendet für 2 und so weiter. Aber es geht immer nur nach unten. Du kannst nicht plötzlich dich auf Werte weiter hinten im Zahlenstrahl beziehen oder Werte der Funktion weiter hinten im Zahlenstrahl. Das geht nicht. Das kannst du so nicht hinschreiben, sodass es noch sinnvolle Typen mehr gibt. Zumindest nicht mit der Semantik, die wir gleich geben. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Weil, ne, wir wollen ja auch noch irgendwann mal, hat man noch eine halbe Stunde. Genau. Trotzdem vielleicht die Beispiele noch zu verstehen ganz gut. Wenn ich jetzt zwei Zahlen addieren möchte, nehme ich zwei Lambdas, ne? Ich nehme irgendeine Zahl A der natürlichen und irgendeine Zahl B der natürlichen und dann gucke ich mir das zweite Element, also das zweite Argument an. Wenn das 0 ist, gebe ich einfach das erste Argument zurück, weil A plus 0 ist A. Soweit klar? Genau. Und wenn das aber der Nachfolger von irgendeinem C ist, dann sage ich, okay, A plus C nenne ich jetzt mal D und dann gebe ich einfach den Successor von D zurück. Also das heißt, vielleicht in etwas lesbarer Notation. A plus 0 ist A und A plus Successor von, wie haben wir es genannt, C ist Successor von A plus C. Ich zeige euch noch eins, eine habe ich noch. Funktionsverkettung für Funktionen mit dem Typen n nach n. Ich kann in T nichts polymorph ausdrücken, weil ich dafür nicht den Mechanismus habe, aber ich kann sagen, okay, wir nehmen irgendein f von n nach n und irgendein g von n nach n und dann noch ein n und dann wende ich einfach f auf das Ergebnis von g angewendet auf x an. So ist Funktionsverkettung, kann man sich auch definieren. Genau, aber wir wollten ja auch darüber reden, wie ich mir das jetzt selber baue. So, wenn ich jetzt mir meine eigene Programmiersprache schreiben möchte. Und dann wäre natürlich der erste Schritt, das erstmal in Typen zu gießen. Im Prinzip ist das hier wieder nur dieses hier mit hübschen Haskell-Typen. Das heißt, ich habe den Typen Nut und ich habe den Typen Arrow und das sind zwei Typen. Und so weiter. Auf der Ausdrucksebene habe ich 0, habe Successor von irgendeinem Ausdruck, habe eine Variable von irgendeinem String, habe einen Lambda mit einem Typ und zwei Ausdrücken und bla. Das ist einfach nur das in Haskell-Typen gegossen. So, jetzt müssen wir ein bisschen über Typing-Rules reden und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen, was muss man eigentlich, oh, ich hätte die Hälfte von dem Teil nehmen können, wäre gut durchgekommen. Okay, das sind wieder Inferenzregeln, wie wir sie vorhin schon gesehen haben. Und wenn ich irgendeinen Kontext Gamma habe, ja,
Irgendwas unklar? Okay. Wenn ich irgendeinen Kontext Gamma habe und ich in diesem Kontext auch drinstehen habe, dass x vom Typ Tau ist, kann ich daraus immer schließen, dass x vom Typ Tau ist. Das braucht keine Vorhersätze, das ist ziemlich simpel. Weil wenn ich weiß, dass x vom Typ Tau ist, weiß ich, dass x vom Typ Tau ist. Ist nicht kompliziert, oder? Wir gehen durch, wie ich Typen in T tue. Also ich habe noch mehr. Ne? Also wir gehen jetzt einmal kurz durch, wie ich, wenn ich einen Ausdruck vom Typen T habe, dem irgendeinen sinnvollen Typen zuweisen kann. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Z immer vom Typen Nat ist. Das weiß ich auch. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Z finde, weiß ich, das ist vom Typen natürliche Zahl. Wenn ich irgendwo einen Successor habe und ich weiß, in meinem Kontext schon war es, dass E den Typen Nat hat und ich jetzt einen Successor von E habe, weiß ich auch, dass Successor von E den Typen Nat hat. Das heißt, wenn ich irgendeine natürliche Zahl habe und ich den Successor davon habe, dann ist das wieder eine natürliche Zahl. Simpel, ne? Gut. Genauso hier. Wenn ich irgendwo einen Kontext, wenn ich weiß, dass gegeben x ist vom Typ Tau 1, dann ist e vom Typ Tau 2, dann weiß ich, dass Lambda x nach e vom Typen Tau 1, Tau 2, also Tau 1 nach Tau 2 ist. Ja, ich nehme einen Tau 1 und mache dann irgendwas und das ist vom Typ Tau 2, dann ist das der ganze Ausdruck vom Typen Tau 1 nach Tau 2. Und umgekehrt genauso, wenn ich irgendein E1 habe, was eine Funktion von Tau 1 nach Tau 2 ist und mein E2 ein Tau 1 ist, dann, wenn ich die Funktion auf diesen ersten Wert anwende, kriege ich ein Tau 2 raus. Ja? Auch nicht zu kompliziert. Oder? Genau, und E1 hat den Typen Tau 1 nach Tau 2. Tau 1 nach Tau 2. Und E2 ist ein Tau 1. Es ist einfach nur Anwendung. Ich wende die Funktion auf das Ding an. Ja, macht Sinn, ne? Gut. Und eine letzte noch. Wenn ich weiß, dass E vom Typen Nat ist und E0 vom Typen Tau und gegeben x ist vom Typ Nat und y ist vom Typ Tau, dann ist E1 auch vom Typ Tau, dann ist der Recursor E0XYE1 auch vom Typen Tau. Und hier ist das, was sonst kaputt gehen würde. Das, was du vorhin vorgeschlagen hast, würde sonst hier mit diesen Typen nicht ganz stimmen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Protestiert, dass ich eine ganze Vorlesung über dieses Buch halten soll, dann können wir das genauer besprechen. Okay. Das sind die statischen Regeln für, wie ich Typen zuweise in T. Wenn ihr jetzt nicht alle hundertprozentig aufnehmen könnt, ist es okay, könnt ihr euch ja die Folien anschauen und so weiter, aber ist die grobe Idee ungefähr klar. Gut. Wie mache ich sowas in Haskell? Das ist die komplizierteste Folie, was Code angeht, keine Sorge. Das heißt, wenn ich jetzt einen Typchecker schreiben will, muss ich irgendeine Funktion haben, die einen Ausdruck annimmt und dann am Ende sagt, okay, entweder Fehler, konnte keinen Typen für finden oder mir den Typen zurückgibt. Da habe ich dann noch ein bisschen Kontext drin, also was alles so an Typen und an Werten schon so bekannt ist, das brauche ich für manche Dinge. Aber im Prinzip ist das hier nur der Haskell-Code für das hier. Ne? Typecheck von Zero ist immer Nat. Das ist diese Regel hier. Typecheck von bla 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 von Successor von irgendwas, ja, dann müssen wir gucken, ob dieses irgendwas einen Typen hat. Wenn das einen Error schmeißt, schmeiße ich auch einen Error. Wenn das eine natürliche Zahl hat, dann bin ich auch eine natürliche Zahl. Und wenn das irgendeinen anderen Typen hat, außer natürliche Zahlen, dann bin ich wieder im Error, weil Successor von irgendwas, was keine natürliche Zahl hat. Ja? Oder was keine natürliche Zahl ist. Das macht ja keinen Sinn. Und deswegen würde ich da wieder einen Error schmeißen. Und genauso für den Rest. Ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben. Ne? Aber im Prinzip gießen wir nur diese Regeln hier in Haskell-Code. Das sieht dann so aus. Und dann haben wir einen Type-Checker. Deswegen machen wir uns diese Mühe mit diesen mathematischen Definitionen, weil dann die Implementation hinterher einfach ist. Wir müssen nur noch diese Regeln einfach kurz in Code gießen. Fertig.
Genau, wir wollten, wenn wir dann auch noch einen Ausdruck nicht nur type checken wollen, sondern auch noch auswerten wollen, müssen wir wissen, welche Werte oder welche Ausdrücke Werte sind und welche nicht. Die formalen Regeln dafür sind, 0 ist ein Wert, weil, was willst du an 0 weiter auswerten? Gibt nicht Großes. Und wenn E ein Wert ist, dann ist auch Successor von E ein Wert, weil, 4 ist ein Wert. Da kann man auch nichts weiter dran ausweiten. Und Funktionen von irgendeinem X vom Typ Tau nach E sind auch Werte. Weil an Funktionen, die ich nicht auf irgendwas anwende, kann ich auch nicht weiter auswerten. Ne? Nee. Die eckige Klammer hat eine spezielle Bedeutung. Wenn du die Ausdrücke in eckigen Klammern weglässt, kriegst du Lazy Evaluation. Dann sage ich einfach immer, Successor von irgendwas ist immer ein Wert, egal ob wir wissen, dass das da drin eine natürliche Zahl ist oder nicht, dann hast du lazy. Dann wird es erst ausgewertet, wenn notwendig. Wenn du sie aber drin lässt, dann ist es eager evaluation. Macht das Sinn? Ja, genau. Okay, wunderbar. Das sagt, was für Werte haben. Das in eine Haskell-Funktion zu gießen, ist nicht sonderlich schwer. Das ist das komplette Ding. Value von set ist immer true. Value von lambda blub ist immer true. Value von successor von e ist das Ergebnis, ob e ein Value ist. Beziehungsweise, wenn wir lazy haben wollen, schreiben wir hier auch constant true hin. Und alles andere ist kein Value. Macht Sinn? Gut. Wunderbar. Dann müssen wir uns noch angucken, wie Werte ausgewertet werden. Auch dafür habe ich ein paar Inferenzregeln für euch. Die erste Inferenzregel funktioniert so, dass wenn e ausgewertet werden kann zu e', dann kann Successor von e zu Successor von e' ausgewertet werden. Macht Sinn? Du siehst nicht überzeugt aus. Wie bitte? Ja, aber 0 ist ein Value. Das heißt, 0 wird nicht so irgendwie ausgewertet. Aber genau, dann kann Successor von, also je nachdem, wie du es definierst, aber nein, dann kann 0 wird ja nicht zu irgendwas anderem hin ausgewertet, wenn wir wieder sagen, E ist ungleich E'. Was? Ja, aber es kann irgendein Ausdruck sein, es kann zum Beispiel irgendein Ausdruck sein, den du noch nicht ausgewertet hast. Und also es kann zum Beispiel Successor von 0 sein. Und dann könntest du das weiter auswerten und dann kannst du auch den Successor von dem Successor von 0 kannst weiter auswerten. Genau. Wenn e zu irgendwas ausgewertet werden kann, dann kann auch Successor von e zu Successor von e' ausgewertet werden. Zum Beispiel dieses e könnte ja auch eine Funktion sein, zum Beispiel. Ja? Wenn ich hier irgendwie dieses E könnte auch die Double-Funktion angewendet auf 2 sein. Ja? Das ist noch kein Wert. Aber wenn ich das auswerten kann, dann kann ich auch den Successor weiter auswerten. Das heißt, dieses E muss nicht unbedingt Successor oder Zero sein, sondern es kann auch zum Beispiel eine Funktion sein, die ich erst auswerten muss. Aber wenn ich die Funktion auswerten kann, dann kann ich auch den Successor davon entsprechend auswerten. Okay, nächste Regel. Wenn ich E, also auch übrigens auch hier die geklammerten Ausdrücke weglassen für Lazy Evaluation. Die nächste Regel ist, wenn ich E1 zu E1' auswerten kann, dann kann ich irgendeine Funktion, also irgendwas angewendet auf irgendwas anderes. Stellt euch diese Einsen und diese Zweien als Subskripte vor, als wenn die hier so unten stehen. Nicht die direkt hier neben, ist egal. Ihr wisst, was gemeint ist, glaube ich. Wenn ich E1 zu E1' auswerten kann, dann kann ich E1 angewendet auf E2 zu E1' angewendet auf E2 auswerten. Im Sinne von, wenn ich irgendetwas weiter zusammenschieben kann, was ich auf was anderes anwende, dann kann ich auch die gesamte Zusammenschiebung anwenden. Nächste Regel. Wenn E1 schon ein Wert ist und E2 zu E2' ausgewendet werden kann, kann ich so einen zweiten in der zweiten Komponente weiter zusammenschieben. Macht Sinn? Gut. Wir sind noch nicht wirklich fertig, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Und
Wenn ich E2 einen Wert habe, also wenn E2 ein Wert ist, dann ist die Anwendung von irgendeiner Funktion auf E2 einfach E, wo E2 für x eingesetzt wird. Hier habe ich eine Funktion lambda x nach E angewendet auf E2 und das wird ausgewertet zu E, wo jedes x durch E2 ausgesetzt wird. Macht das Sinn? Lambda-Kalkül habt ihr schon mal gesehen, oder? Wenn ich habe lambda x nach x plus x angewendet auf 1, ja, dann kann ich das ersetzen durch x plus x, wobei jedes 1 für, ist es so rum? Ja, genau. Wo für jedes x eine 1 eingesetzt wird, dann ist es 1 plus 1 und dann kann ich das zu 2 evaluieren. So wende ich Funktionen an. Ja, nein. Das ist nicht kompliziert. Wenn ich eine Funktion habe, lambda x nach x plus x, ja, angewendet auf die Zahl 1, ja, dann bedeutet das, ich nehme den Körper dieser Funktion und setze für jedes x hier vorne, für die Variable, das ein, worauf ich es angewendet habe. Das bedeutet, ich ersetze jedes x durch 1 in x plus x, das ist 1 plus 1 und das ist 2. So werden die Funktionen an. Das ist Lambda-Kalkül. Und genau das steht da. Das ist eigentlich nicht kompliziert. Wenn E2 ein Wert ist, dann ist die Funktion angewendet auf dieses Ding, der Körper der Funktion, wo jedes x durch das entsprechende Argument ersetzt wird. Gut. Wir haben noch ein paar Regeln für den Recursor. Das heißt, wenn e nach e' ausgewertet werden kann, dann, also e ist in diesem Fall das Ding, worüber wir rekursieren. Wenn das irgendeine Funktion ist, dann können wir erst das auswerten, weil ihr erinnert euch, wir haben den Recursor nur für 0 und Successor von irgendwas definiert. Nicht zum Beispiel, was ist der Recursor von irgendeiner Funktion angewendet auf bla 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 bla. Brauchen wir aber auch nicht, weil wir erst das Argument für den Recursor auswerten können. Und dann kommen wir irgendwann bei einem Successor an oder bei einer 0 und dann können wir das hier auswerten. Genau. Genauso der Recursor von irgendwas bla 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 angewendet auf 0 ist einfach nur der Nullwert. Und der Recursor angewendet auf den Successor von irgendwas, das ist jetzt die komplizierteste Regel, die ihr heute seht, ist der E1-Körper, wo für x und y jeweils e und der Recursor rekursiv eingesetzt werden. Und das kann man dann wieder evaluieren und so weiter. Du nickst. Heißt das, du kommst grob mit? Oder es geht komplett über dich hinweg? Okay. Meinst du diese Dinger hier? Okay. Ja, okay, die Undefinierbarkeit überspringen wir dann einfach. Aber es ist wichtiger, dass ihr das hier versteht. Dieses Gamma hier, ja, das steht für irgendeinen Kontext. Da steht sowas drin wie Ausdruck X hat Typ Tau. Ja? So, und dieses Zeichen, man nennt das Turnstile oder das bla bla bla. Es hat viele Namen, aber im Sinne von in LaTeX ist es Backslash V Dash. Aber die Idee ist, dass wir aus diesem Kontext irgendetwas schließen können. Das ist das, wofür dieses Zeichen steht. Aus diesem Kontext können wir das hier schließen. Ja, mit folgenden Prämissen. Wir können immer aus jedem Kontext schließen, dass Z den Typen NAT hat. Ja, immer. Das können wir immer machen. Angenommen, wir können aus einem Kontext Gamma schließen, dass E den Typen NAT hat, zum Beispiel über diese Regel hier, dann können wir aus demselben Kontext ausschließen, dass Successor von E den Typen NAT hat. Wir können aus jedem Kontext, in dem x vom Typ Tau drin steht, schließen, dass x den Typ Tau hat. Das ist ziemlich tautologisch, aber das muss man trotzdem einmal hin sagen, damit man sowas ordentlich machen kann. Und genauso geht das dann halt etwas ins Komplexere. Wenn wir sagen, okay, wir wissen in einem Kontext, wo x den Typen Tau 1 hat,
hat E den Typen Tau 2. Dann hat Lambda von X nach E, wobei X vom Typen Tau 1 sein muss, den Typen Tau 1 nach Tau 2. Und so weiter und so weiter und so weiter. Okay, das ist das, was das Turnstile bedeutet. Das andere war unklar. Dieses hier, der Backslash. Slash in diesem Fall. Das bedeutet, wir nehmen den Ausdruck E und überall, wo in E ein X vorkommt, setzen wir E2 ein. Ja? Das ist einfach das, was das bedeutet. Und das ist jetzt hier relativ simpel, wenn wir einfach nur eine Funktion einbinden. Im Recursor ist es etwas komplizierter. Da setzen wir für jedes X ein E ein und für jedes Y das Ergebnis von dem vorhergehenden, also das Ergebnis für eine Ebene tiefer angewendeten Funktion. Das ist das, was wir vorhin durchgesprochen hatten, nur nochmal in eine konkrete Regel gegossen. Genau. Wenn wir das in Code gießen wollen, sieht das so aus. Und das sind wieder nur die gleichen Regeln von eben in Haskell-Code ausgedrückt. Wenn ich zum Beispiel den Successor von irgendwas evaluieren will, das ist der Successor von dem evaluierten irgendwas. Das ist diese Regel hier. Ja? Wenn ich E nach E Strich auswerten kann, dann kann ich Successor von E nach Successor von E Strich anwerten. In Haskell Code sieht das so aus. Und genauso machen wir es für den Rest. Und alles, was hier nicht unterfällt, bleibt einfach unausgewertet. Zum Beispiel 0 habe ich hier nicht drin, weil eine 0 ausgewertet einfach wieder 0 ist. Aber zum Beispiel, wenn ich hier eine Application habe und ich irgendein Lambda auf irgendeinen anderen E2 anwende, dann ersetze ich jedes X durch einen E2 in E. Und diese Replace-Funktion muss man jetzt halt an einer anderen Stelle hinschreiben, aber so funktioniert das halt. So schreibe ich mir einen Evaluator für meine Sprache. Das heißt, ich habe mir einen Type-Checker geschrieben, ich habe mir eine Funktion geschrieben, die mir sagen kann, ob ich gerade, wenn ich bei einem gegebenen Ausdruck einen Value vor mir habe oder nicht. Und die kann ich jetzt auch hier weiter einsetzen. Das heißt, wenn ich irgendein E1 auf ein E2 anwende, wie es hier in der Regel steht, und wenn ich dieses E1 noch weiter auswenden kann, wenn E1 kein Value ist, dann werte ich das erstmal aus und evaluiere das dann nochmal. Ich gieße wieder diese Regeln hier, die wir besprochen haben, in Code. Und das geht dann ziemlich einfach, wenn man sich einmal die grundsätzlichen Gedanken gemacht hat. Ja, was im Code noch fehlt, damit es eine echte Programmiersprache wird, ist vielleicht eine REPL, also eine Read, Evaluate, Print Loop, was ihr auch vom GRCI kennt, dass ich irgendwas eintappen kann und dass mir das Ergebnis zurückspuckt von dem, was ich gerade eingegeben habe. Natürlich braucht man noch einen Parser für Eingaben, Dateien etc. Wir müssen aufpassen, dass wenn wir Ausdrücke in andere A's setzen, dass wir keine Variable Capture haben. Zum Beispiel, angenommen, wir haben irgendeine Funktion Lambda x nach Lambda y foo von x und y. Und foo ist Lambda a nach Lambda x nach x. Wenn ich jetzt das hier einfach so einsetze, habe ich zweimal die Variable x. Und dann können unschöne Querschüsse passieren, sodass sich plötzlich dieses X nicht mehr auf das X bezieht, wo ich eigentlich dachte, dass es sich drauf bezieht und so weiter. Deswegen muss man einen Ausdruck schreiben, der Dinge disjunkt halten kann. Disjunkt heißt in diesem Fall, dass nicht derselbe Variablename in beiden Ausdrücken vorkommt. Sowas müssen wir noch schreiben. Wir müssen eine sinnvolle Implementation von Replace schreiben und so weiter. Das ist alles noch so ein Stückchen Kleber, aber dann hat man eine fertige Programmiersprache. Und das ist, wie schreibt man eine eigene Programmiersprache? So, man macht sich über die Statiken Gedanken. Was ist ein gültiger Ausdruck? Wie passen die Typen da ineinander? Dann macht man sich noch über Dynamiken die Gedanken. Was ist ein Wert? Was kann weiter ausgewertet werden? Und wie werden Dinge weiter ausgewertet? Dann kann man das relativ simpel in Code gießen
Und dann hat man eine eigene Programmiersprache. Und wie cool ist das? Sehr cool. Das ist die richtige Antwort. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt euch noch mal kurz mit euch drüber reden, wozu System T, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, in der Vergangenheit verwendet wurde. Das ist allerdings etwas komplexer. Weiß nicht. Wie steht ihr dazu? Wollt ihr das noch wissen und im Zweifelsfall ein bisschen überziehen oder wollt ihr das skippen und im Zweifelsfall ein bisschen früher fertig sein? Gut. Also weitermachen im Sinne von skippen oder weitermachen im Sinne von erzählen? Gut. Dann machen wir das. Wunderbar. Gödel, wer von euch weiß, was Gödel getan hat oder wer Gödel war? Okay, Kurt Gödel war einer der, wenn nicht der wichtigste Logiker des 20. Jahrhunderts und hat seine Arbeit so in den 30er Jahren veröffentlicht. Und eins seiner Ergebnisse tanzen wir hier gerade so ein bisschen oberflächlich nach. Genau. Die Idee ist, dass wir etwas, eine Gödelisierung von irgendeinem Ausdruck ist. Also die Idee dahinter ist, dass wir einen Ausdruck nehmen und ihn als Zahl darstellen können. Ich meine, für uns heutzutage ist das nichts Besonderes mehr. Natürlich, Katzenvideos sind Zahlen, die übers Internet geschubst werden. Unsere Nachrichten an Freunde sind Zahlen, die übers Internet geschubst werden. Alles Mögliche können wir heute als Zahl darstellen. Für uns ist das nichts Besonderes mehr, aber damals war das sehr besonders, weil damals dachten wir Leute, okay, insbesondere dachte ein anderer Logiker namens Hilbert, dass wir sollten doch einfach mal eine Funktion erfinden, in die ich irgendeinen logischen Ausdruck reinschmeißen kann und die mir dann auf jeden Fall immer eine Antwort gibt, ob das wahr oder falsch ist. Das wäre doch schön, oder? Wenn wir sowas hätten, einfach ein Algorithmus, 40 Jahre bevor der erste Computer gebaut wurde, ein Algorithmus, wo wir einfach sagen können, okay, hier hast du ein logisches Problem, sag mir, ob es stimmt oder nicht. Das wäre schön, wenn wir sowas hätten. Und was Gödel bewiesen hat, ist, dass es nicht geht. Weil er hat dann immer solche Sachen gefunden wie, okay, in jedem System kannst du irgendwas finden, was irgendwie aussagt, dieser Satz ist nicht beweisbar. Und da hast du ein Problem. Weil wenn du, sobald du in einem System formuliert hast, dieser Satz ist nicht beweisbar, stimmt dieser Satz entweder, dann ist er nicht beweisbar, dann findest du keinen Beweis und kannst also nicht beweisen, dass es stimmt. Oder es stimmt nicht, dann ist er beweisbar und dann hast du was Falsches bewiesen. Das ist immer schlecht. Und deswegen hat Hilbert gesagt, okay, wir machen jetzt ein simpleres Ding. Wir reden jetzt einfach mal kurz darüber, nur über Zahlen. Ja, nur über sowas wie, ach, diese Zahl ist prim, diese Zahl ist dies, diese Zahl ist jenes. Und wir reden gar nicht über Aussagen, sondern nur über Zahlen. Und was Gödel mit seiner Gödelisierung gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, okay, aber selbst wenn wir nur über Zahlen reden, kann ich trotzdem über Aussagen reden. Und das ist der Witz. Ja, wir können Aussagen als Zahlen repräsentieren. Damals war das revolutionär, auch wenn es für uns heute ganz normal ist. So, und wie wir das gemacht haben, es geht so. Ein Abstract Syntax Tree, den ich jetzt nicht weiter vorstelle, aber euch kurz eine Intuition gebe. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie sowas wie plus 3 und hier ist wieder ein plus 2 und 4. Ja? Das ist ein Syntax Tree quasi. Ja? Die Blätter sind Werte und die inneren Knoten sind Operatoren. Ja, sowas wie plus. Dieses Ding wurde evaluiert zu 2 plus 4 ist 6, plus 3 ist 9. So, und diese Dinge kann man in Zahlen darstellen. Ich will ja nicht zu lange überziehen, also skippe ich ein bisschen über die Details. Wen es interessiert, der kann die Folien nachschlagen. Aber die Idee ist, dass wir sagen, okay, wir können jedem dieser Syntaxbäume eine eindeutige Zahl darüber nachweisen, indem wir einfach sagen, okay, wir nehmen alle Operatoren der Sprache, geben denen eine Nummer, einen Index, sagen, okay, der erste hat Index 1, der zweite hat 2 und so weiter. Und all diesen
Argumenten zu dem Syntax, zu dem Operator, geben wir, die haben wieder eine Gödelzahl. Ja? Eine Gödelzahl ist also die Zahl, die diesen Ausdruck repräsentiert. Das heißt, dieser Ausdruck hat eine Gödelzahl, dieser Ausdruck hat eine Gödelzahl, dieser Ausdruck hat eine Gödelzahl, das ganze Ding hat auch eine Gödelzahl. Und das können wir darüber machen. Also die Gödelzahl von A ist notiert mit diesen beiden eckigen Ecken. Und jetzt sagen wir einfach, okay, der Index von dem Operator ist m irgendwie in unserer Nummerierung, in unserer Aufzählung. Jetzt sagen wir, okay, die Gödelzahl von A ist 2 hoch m mal 3 hoch n1 mal 5 hoch n2 mal pk hoch nk. Wobei die ganzen n's die Gödelzahlen der unterschiedlichen Subausdrücke sind. Und pk sind die Primzahlen. So, warum Primzahlen? Weil wir irgendeine Zahl, die wir am Ende rauskriegen, immer eindeutig in Primzahlen zerlegen können. Das heißt, wir kriegen für jeden Syntax-Tree eine eindeutige Primzahl raus. Und wenn wir eine Primzahl reinkriegen, können wir die eindeutig einem Syntax-Tree aufbauen. So hat er sich das ausgedacht. Genau. Die Idee ist, wie bitte? Nein, wir kriegen eine Primzahl, nein, sorry, wir kriegen eine Zahl rein. Du hast recht. Aber wir können sie eindeutig in Primzahlen zerlegen. Wir kriegen natürlich keine Primzahl rein oder raus. Das ist Quatsch, also richtig. Aber wir kriegen eine Zahl raus und die können wir eindeutig in Primzahlen zerlegen. Das heißt, wir können jede Zahl eindeutig in einen Syntax-Tree aufbauen und jeden Syntax-Tree eindeutig einer Zahl zuweisen. Macht das mehr Sinn? Gut. Genau. Das nennt sich die Gödelzahl eines Syntaxbaums. So, jetzt definieren wir uns in der Mathematik, wohlgemerkt, nicht in t, aber jetzt definieren wir uns eine Funktion n nach n nach n, das heißt, sie sind zwei natürliche Zahlen. Und sie ist so definiert, dass für alle e vom Typen nat nach nat, ich benutze dieses fancy n für mathematische natürliche Zahlen und nat für natürliche Zahlen in System t. Ja, zur Unterscheidung. So dass für alle Ausdrücke vom Typen nat nach nat gilt, dass diese Funktion angewendet auf die Gödelzahl von E und irgendeine andere Zahl M gleich N ist, if and only if, also dann und genau dann und nur dann, wenn der Ausdruck E, ja, in T angewendet auf das Numeral von M, das Numeral von n ist. Also dieser Strich über irgendeiner Zahl bedeutet, dass wir, also wenn wir zum Beispiel drei Strich haben, ist das einfach s von 0. Das heißt, wir schreiben das als Zahl hin quasi. Aber wir meinen damit eine Aneinanderreihung von Successor von Successor von Successor von Successor von 0. Okay. Diese universelle, also ne, diese Funktion, angewendet auf die Gödelzahl von einem Ausdruck, angewendet auf irgendeine weitere Zahl, ist n, wenn der Ausdruck in t angewendet auf das Nummer, auf die t-Zahl m n ist. Ja? Wir haben hier einen Ausdruck in t, den wenden wir auf einen anderen Ausdruck in t an und kriegen ein Ergebnis raus. Und nur wenn das stimmt, dann ist f univ von der Gödelzahl von m n. Wir haben hier eine Funktion in der Mathematik und einen Ausdruck, also eine Funktion in T. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche. So. Dieses Ding heißt universelle Funktion, wie man im Index vielleicht schon bemerkt hat. Warum heißt es universelle Funktion von T? Weil es das Verhalten aller E vom Typen nat nach nat spezifiziert. Deswegen, ne? Alle. Wunderbar. Deswegen heißt es universelle Funktion. Dann können wir uns eine nächste Funktion definieren. Delta, einfach nur vom Typen natürliche Zahlen an natürliche Zahlen. Und Delta von M ist die Diagonalfunktion. Diagonalfunktion, weil die universelle Funktion von mit M und M aufrufe. Warum heißt das diagonal? Nur ganz grob. Natürlich kann ich sagen, okay, F, U von 0, 0. Kann ich aufrufen. Ich kann fu von 0, 1 aufrufen. Ich kann f von 1 und 0 aufrufen.
Und irgendwo komme ich dann hier f von 0m. Und irgendwann komme ich hier auch beim f von m 0. Und da ist die Diagonale. Es ist nicht die Diagonalmatrix, aber die Sache ist, es liegt auf dieser Diagonalen, weil ich es immer mit demselben Element aufrufe von 0, 0, 1, 1. Also Delta von 1 ist F-Universal von 1, 1. Delta von 5 ist F-Universal von 5 und 5. So, das bedeutet, Delta ist so gewählt, dass Delta von der Gödelzahl von irgendeinem Ausdruck E vom Typen Nat nach Nat N ist, nur wenn der Ausdruck E angewendet auf das Numeral der Gödelzahl das Numeral von N ist. Das if mit einem doppelten f steht für dann, wenn und nur genau wenn. Also if and only if. Also wenn das so ist, aber auch nur dann. Der Strich, ja, habe ich gerade, aber ich jetzt sag's auch nochmal. Der Strich über einer Zahl bedeutet, dass wir also 3 über Strichen bedeutet Successor von Successor von Successor von 0. Das heißt, wir nehmen die normale Zahl und geben die, die Zahl in System T dabei raus. Das ist eine, ich will die Zahl n in T formuliert drin haben. Das ist der Witz. So. Delta von irgendeiner Gödelzahl von irgendeinem Ausdruck E ist also n, nur dann, wenn der Ausdruck auf das Numeral der Gödelzahl das Numeral von n ist. So, warum ist das interessant? Ich spreche jetzt einfach weiter, weil ansonsten sitzen wir hier morgen noch. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das zu Hause nochmal angucken. So, und was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass ich diese Funktion unif, oder f-unif, und die universelle Funktion, nicht in t definieren kann. Es gibt Dinge in t, die ich nicht definieren kann, und t ist eins davon, und f-unif ist eins davon. Und warum kann ich sie nicht definieren? Weil, okay, angenommen, ich könnte, dann, und ich hätte irgendeinen Ausdruck e-unif, der das definiert, dann könnte ich mir dann könnte ich Delta auch ausdrücken, indem ich einfach sage, e-delta ist lambda m, ne, nach unif mm. Soweit so simpel. So, dann würde aber Folgendes gelten. E Delta von dem Numeral von der Gödelzahl von E ist E unif angewendet auf das, ist einfach nur hier eingesetzt. Und dann würde gelten, nach der Definition von hier, dass E Delta von Blub E von E Gödelzahl Numeral ist. Und dann können wir uns einen neuen Ausdruck basteln. E Capital Delta, der irgendeinen X nimmt und den Successor von e lowercase delta von x aufruft. Das bedeutet, dass wir das Folgendes gelten würde, e capital delta von e capital delta Gödelzahl Numeral wäre der Successor von e lowercase delta e capital delta Gödelzahl Numeral und das wäre wiederum der, wenn wir einsetzen, der Successor von e capital delta Gödelzahl Numeral. Was bedeutet, kurz und zusammengestrichen, dass wir hätten, im Prinzip kommt es darauf, dass wir irgendwo ein N-Numeral hätten, das gleich seinem Nachfolger wäre. Wenn wir ein bisschen sinnvoll einsetzen, wer sich für den genauen Weg interessiert, kann entweder sich die Folien angucken oder das Buch lesen. Aber die Idee ist, dass wenn wir T, also wenn wir diese F-Universal in T definieren können, dann können wir so geschickt einsetzen, dass wir irgendein Numeral haben, das sein eigener Nachfolger ist. Und das ist Quatsch. 4 ist nicht 5. Und deswegen wissen wir, dass wir bestimmte Funktionen, zum Beispiel F-Universal, nicht in T definieren können. Wenn man sich das, wenn man auch ein bisschen weiterdenkt, merkt man, dass wir ein System haben können, das entweder terminiert, wo alle Ausdrücke garantiert irgendwann ein Ende finden, oder dass wir bestimmte Dinge
oder dass wir alle Sachen irgendwie in sich selbst formulieren können. Das heißt, entweder haben wir eine universelle Sprache, die alles irgendwie ausdrücken kann, dann haben wir aber keine Garantie, dass alles irgendwann mal, dass alle Ausdrücke irgendwann mal ein Ende finden. Oder wir haben eine Sprache, die total ist, wo alle Ausdrücke irgendwann mal zu Ende ausgewertet sind, dann können wir aber nicht alles ausdrücken. Das heißt, Hilberts Traum, irgendwie mal einfach einen Algorithmus zu haben, der einfach immer zu irgendeinem Ende kommt, scheitert genau hieran. Und das ist die Kernargumentation hinter einem von Gödels berühmten Ergebnissen. Logik. Okay. Zusätzlich zu System T, ja bla. Produkttypen kann man einbauen, sieht dann so aus. Summentypen kann man einbauen, sieht dann so aus. Ist jetzt aber nichts großartig Interessantes. Booleans kann man einbauen, die sind so simpel, dass man sogar hier die Statics und die Dynamics irgendwie sinnvoll aufschreiben kann. Aber da ich schon längst über der Zeit bin, bleibe ich noch mal kurz auf dieser Folie stehen, aber dann sind wir auch schon gleich fertig. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Sprachfeatures, wie gesagt, Summentypen, Produkttypen, das hat alles seinen Sinn. Wir können auch zum Beispiel Gleichheit irgendwie hinzufügen oder Ungleichheit, wir könnten Option Types hinzufügen. Was ich einmal vielleicht noch erwähnen sollte, worüber ich irgendwie vorhin weggekommen bin. Wenn ihr mal eine mit einer Implementation von T rumspielen wollt, ich habe zufälligerweise gerade eine geschrieben. Das heißt, ihr könnt auf GitHub irgendwie rumspielen damit. Die ist fast vollständig. Es hat auch Summentypen und Produkttypen und so weiter. Und wenn ihr jetzt irgendwie über den Sommer langweilig ist, dann könnt ihr mal versuchen, ob ihr es schafft, entweder in T oder auch in T++, wie auch immer, eine Funktion für den größten gemeinsamen Teiler zu schreiben. Wenn ihr es schafft, sagt ihr Bescheid, dann kriegt ihr Bonuspunkte. Genau. Ansonsten wäre es das von mir. Und ich bin auch nur knapp über Zeit. Ja, Muffin-Button. Gibt es sonst noch Fragen? Okay. Dann war es das für heute. Vielen Dank, dass ihr mir so viel eurer Geduld geschenkt habt.